Eine waschechte schwäbische Pietistin hatte mir einmal gesagt, wer nicht stirbt, ehe er stirbt, der verdirbt, wenn er stirbt. Ich dachte zunächst, die philosophiert. Aber ich sage den Vers gerade auch noch einmal. Wer nicht stirbt, ehe er stirbt, der verdirbt, wenn er stirbt. Das habe ich nie vergessen. Das hat mich jetzt schon Jahrzehnte hindurch begleitet. Und es hat Jahre gedauert, bis ich endlich begriffen hatte, wie die Frau das meinte. Es waren gewisse Sterbeprozesse nötig in meinem Leben. Und zwar solche Sterbeprozesse, die vor dem Tod geschehen. Und heute freue ich mich darüber, dass ich das verstehen kann. Und ich möchte euch heute Abend alle zu einer Begräbnisfeier einladen. Wer da begraben werden sollt, das sollt ihr, meine Zuhörer, dann herausfinden. Lasst mich aus Römer, Kapitel 6, die Verse 1 bis 11 lesen. Römer, Kapitel 6, die Verse 1 bis 11. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde verharren, damit die Gnade umso mächtiger erscheine? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch abgestorben sind? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, so dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er lebt, das lebt er Gott. So auch ihr. Haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebet Gott in Christus Jesus. Wenn wir den Anfang dieses Bibeltextes betrachten, so haben wir festgestellt, dass er mit einer Frage begann. Der Apostel Paulus fragt hier schon in ganz eigenartiger Weise, was sollen wir denn nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde verharren? Wie kommt er zu dieser Frage? Er möchte gewissen Missverständnissen vorbeugen. Und wir Menschen ziehen so schnell aus der Bibel falsche Schlüsse. Zum Beispiel, da wird in der Bibel an einer Stelle gesagt, Jesus Christus ist des Gesetzes Ende. Also sagen viele Leute, das Gesetz gilt nicht mehr. Du liebe Zeit, wenn in unserem Lande die Gesetze nichts mehr gelten würden, wo doch sowieso so viel Verbrechen geschehen und der Anarchismus derart zunimmt und ein Diebstahl, ein Einbruch und ein Überfall nach dem anderen geschieht, und jetzt würde das Gesetz noch aufgehoben, dann würden sogar die noch, wer weiß was, treiben,
die jetzt vielleicht noch das Gesetz und die Gerichte und die Gefängnisse fürchten. Wie kommt der Apostel Paulus dazu, so zu fragen, sollen wir denn in der Sünde verharren? Sollen wir nach unserem Gutdünken drauf lossündigen? Sollen wir allen Wünschen, allen Regungen einfach nachgeben und ohne Rücksicht auf den anderen unseren Interessen nachjagen? Wenn der andere dabei auf der Strecke bleibt, hat er eben Pech gehabt. So sollen wir nicht denken. Ich muss auf den Zusammenhang hinweisen, um das verständlich zu machen, warum er so fragt. Im Abschnitt vorher, den ich nicht lesen wollte, sonst wäre der Bibelabschnitt zu lange geworden, da sagt er zwei ganz interessante Dinge, die mir immer schon geholfen haben, die ganze Problematik hier auf dieser Erde, die Probleme der Menschen besser zu verstehen. Da behauptet er ganz fest und sagt, durch einen einzigen Menschen ist die Sünde, eben durch den Erbfaktor, durch die Gengesetze, zu allen Menschen hindurchgedrungen. Und so wie die Sünde durch einen Menschen zu allen Menschen gekommen ist, so ist auch der Tod durch die Sünde zu allen Menschen hindurchgekommen. Ich selber hatte, als ich Gott noch nicht so richtig verstand und so wenig Ahnung hatte von dem, was Gott haben wollte, bei mir schon festgestellt, dass da im Hintergrund irgendwo so der Verdacht aufgekommen ist. Ja, da haben wir es ja. Da hat am Anfang einer einmal etwas verklamasselt und dummerweise dann auf seine Frau gehört. Und so ist die Sünde zustande gekommen und jetzt müssen wir alle daran leiden. Die ganze Not, das ganze Elend, die kriegerischen Auseinandersetzungen, die fürchterliche Ungerechtigkeit hier auf dieser Erde, das haben wir dem einen zu verdanken, der am Anfang eben die Dummheit gemacht hat. Aber noch etwas hat er gesagt, der Apostel Paulus. Und wenn nur das eine gewesen wäre, dann würde ich das auch für ganz schrecklich empfinden, immer noch. Nun hat er aber hinzugefügt und hat gesagt, genauso wie durch den einen Menschen die Sünde und der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen ist, so ist auch durch eines Menschen Gerechtigkeit, ein einziger, der die Gebote Gottes ganz genau so gehalten hatte, wie Gott das haben wollte, ist durch diesen einen die Rechtfertigung, ich darf es einmal ein bisschen anders formulieren, denn die Begriffe der Bibel sind uns ja leider ein ganz klein wenig fremd geworden, weil wir ja immer mit neuen Begriffen bombardiert werden. Wenn ich nur an die Fernsehprogramme denke, wenn ich nur ans Internet denke, an die Computerwelt denke, wie viele Begriffe fliegen uns da um die Ohren und diese alten Vorstellungen, die verblassen immer mehr. Darum wage ich zu sagen, dass die Rechtfertigung, weil einer Gott gehorsam war, wage ich zu nennen, das Lebensrecht zu allen Menschen hindurchgekommen. Weil Jesus die Schuld und die Sünde, auch deine und meine, auf sich genommen hat, für uns gebüßt hat, die Strafe, die du verdient hättest um deiner Sünde willen und die Strafe, die ich verdient hätte um meiner Sünde willen, die hat Jesus auf sich genommen. Er hat bezahlt, er hat die Kaution gestellt. Wir haben Lebensrecht. Ich brauche keine Furcht, liebe Zuhörer, vor dem Verdammnis, vor der ewigen Verdammnis brauche ich haben, weil Jesus die Strafe auf sich genommen hat und ich freigekauft bin. Diese beiden Tatsachen hat er im Abschnitt
vorausgenannt. Ich sag's noch einmal. Die Sünde ist durch einen Menschen zu allen hindurchgedrungen, aber Lob und Dank, genauso das Lebensrecht von einem, das ist Jesus Christus, zu allen Menschen gekommen. Jetzt stellt er die Frage, ja, wenn das so ist, wenn ich wegen meiner Sünde dich begangen habe, ja gar nicht sterben muss, mich Gott ja gar nicht zur Rechenschaft ziehen kann, kann ich dann nicht in der Sünde dann bleiben? Jesus ist ja gestorben für mich. Sollen wir also in der Sünde verharren, damit die Gnade Gottes umso größer erscheine, damit jeder sagen kann, die Gnade, die ist ja so groß, die Güte, die vergebende Liebe meines Gottes, die ist ja so endlich groß, der vergibt mir. Und wenn ich jetzt gerade weiter sündige und weiterlebe, das sei ferne. So darf man das nicht verstehen. Das wäre eine fürchterliche Missachtung der Gnade. Das wäre eine furchtbare Geringschätzung dessen, was Gott durch Jesus getan hat. Er hat sein Liebstes, sein Bestes, was er hatte, seinen einzigen Sohn, den hat er dahin gegeben. Ich bin immer beeindruckt, wenn ich an die Bibelstelle komme, wenn die Evangelien berichten, in jenem Augenblick und Moment, als Jesus sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und der Himmel nimmer zusehen konnte. Und es war eine Finsternis bei 3 Stunden. Die Sonne, die mochte das nimmer mit anschauen, was da geschehen ist am Kreuz von Golgatha. Da sehe ich nicht nur die Liebe, die vergebende Liebe meines Gottes, wie er bereit ist, dem größten Sünder, dem schwierigsten Menschen zu vergeben und ihm zu helfen. Da sehe ich noch etwas, wie hart Gott gegen die Sünde ist und dass er seinen einzigen Sohn nicht hat verschont, weil er deine und meine Sünde an ihm gesehen hat. Aber Gott hat viel Mühe und Arbeit, bis der Mensch endlich einmal begreift, er ist ein Sünder und dass Jesus für ihn sterben musste und dass es keine andere Möglichkeit gab, um zu Gott wieder zurückzukommen, als die Hingabe, das größte aller Opfer, die Hingabe Jesu ans Kreuz. Als Missionar, als Evangelist weiß ich das. Nicht nur von der Verkündigung her, sondern auch in seelsorgerlichen Gesprächen. Und mein Beruf hat es nun einmal mit sich gebracht, dass ich in den Menschen hineinschauen darf, feststellen kann, wie er auf diese wunderbare Liebestat unseres Gottes reagiert, wie schwer der Mensch sich dabei tut, das, was Gott da getan hat, zu begreifen. Ein Fall. Als der bekannte Radiomissionar Samuel Furrer noch lebte und seine Dienste tat im deutschsprachigen Raum, hat er mich mal nach Ebnat-Kappel eingeladen, ich sollte dort einige Versammlungen halten. Es ging darum, dass ich eingesetzt werden sollte in der großen Arbeit, die sich da angebannt hatte, da und dort doch mitzuhelfen. Ein Mann, den ich persönlich kennenlernen durfte und den ich sehr schätzen gelernt habe. Ein Mann, der zwar mit viel Geld umgehen musste, wegen der Radiomissionsarbeit, aber ein herzensgütiger Mensch war und ungeheuer Liebe zu den Verlorenen hatte. Nur kurze Zeit konnte ich mit ihm zusammenarbeiten, weil es um einige Evangelisationen ging, wo ich mit eingesetzt werden sollte. Und der Mann ist immer auch mit mir auf die Knie gegangen. Und seine Gebete, die waren so herzinniglich, so aufrichtig. Eine Zwiesprache zwischen seiner Seele und seinem Herrn, dem er vorbehaltslos gedient hat. Ich will nicht Menschen verherrlichen, aber ich bin froh, dass es solche Menschen gab.
Kaum eine Versammlung hat er gehalten, ohne 2 Stunden vorher dort gewesen zu sein, um den Saal, die Gegend durchzubeten, alles dem Herrn darzubringen und darzulegen. Und bei diesen Vorträgen, die ich da in der Arche in Ebnat-Kappel gehalten habe, da kam ich auf diesen Bibeltext da zu sprechen und erklärte, dass alle Menschen durch die Erbgesetze, durch die Gengesetze Sünder geworden sind. Da bat mich doch eine Frau aus Frankreich, die etwas schlecht Deutsch gesprochen hatte, aber so viel hatte sie mitgekriegt, der Herr Wegner da vorne von der Kanzel herunter behauptet, ich sei eine Sünderin. Die war vielleicht aufgebracht. Ich sah schon an ihrem Gesicht, dass die ziemlich geladen war. Herr Wegner, sagt sie, wie kommen Sie dazu, mich Sünder zu nennen? Sag ich, wissen Sie, die Bibel sagt es, dass die Sünde zu allen Menschen hindurchgedrungen ist. Aber bitte, ich verbete mir solche Unterstellungen. Ich und gesündigt? Nein, ich habe nicht gesündigt. Wie können Sie so etwas von mir sagen? Ich denke, ich probiere das mal von einer anderen Seite. Vielleicht haben Sie schon einmal eine Notlüge benutzt, um sich aus irgendeiner kritischen Affäre da herauszuretten. Ja, das wird ja immer schlimmer mit Ihnen. Sie werden doch jetzt noch nicht behaupten, ich hätte gar gelogen. Ja, sage ich wieder, steht in der Bibel geschrieben, alle Menschen sind Lügner. Gott betrachtet alle Menschen als Lügner. Irgendwann oder irgendwie hat jeder einmal, und wenn es nur eine Notlüge gewesen ist, er hat gelogen und Gott ist ein heiliger Gott, der kann sich auch nicht mit einer Notlüge identifizieren. Entweder ist Gott wahr, durch und durch wahr, oder er ist dann kein Gott. Das war die einzige Frau, mit der ich nichts habe anfangen können. Und da sind mir die harten Worte Jesu eingefallen, die er einmal der falschen Frömmigkeit gegenüber benutzt hat. Zöllner und Huren, hat er gesagt, mögen eher ins Himmelreich kommen als ihr. Denn ein Zöllner weiß, dass er in die eigene Tasche gearbeitet hat. Und ein Hurer weiß, dass er seiner Frau bitteres Herzeleid angetan hat. Wenn er das einzieht, kann er gerettet werden. Ihm kann geholfen werden. Aber einem Pharisäer, einem Schriftgelehrten, der nicht zugeben möchte, dass die Bibel recht hat, dass die Sünde zu allen Menschen hindurchgedrungen ist, dem kann nicht geholfen werden. Das sind natürlich schon Dinge. Wie sollten wir in der Sünde wollen leben? Und da muss ich auf den kleinen Unterschied hinweisen zwischen dem Menschen, der zu Jesus gekommen ist, zu dem Menschen, der das schätzt, anerkennt, respektvoll akzeptiert, dass Gott in seiner großen Liebe seinen einzigen Sohn für die Sünden dahingegeben hat. Und zwischen dem Menschen, der von Gott nichts wissen will und weiterlebt in der Sünde. Und diesen Gedanken, den will ich für heute Abend besonders festhalten. Sollen wir in der Sünde verharren? Soll ich weiter so leben, wie es Gott nicht gefällt? Soll ich von diesem Abend an, wo Gott zu meinem Herzen redet, wo der Heilige Geist an der Arbeit ist, soll ich von heute Abend an weiter so leben, wie ich bisher gelebt habe?
Sollen wir in der Sünde verharren? Da kann ich als Missionar nur ganz laut und deutlich sagen, das sei ferne. Lieber Zuhörer, bitte tu das nicht, denn das ist etwas Vorrechtbares. Es ist schlimm, wenn man in der Sünde lebt, aber wenn man die Wahrheit gehört hat und hätte frei werden können und dann noch in der Sünde leben will, das ist aber noch viel, viel schlimmer. Auch dazu eine Illustration. Am mittleren Neckar hatte ich einige Jahrzehnte hindurch eine kleine Gemeinde zu betreuen. Ich war zwar, weil ich halt Missionar war und Evangelist, viel, viel weg, aber viele Jahre hindurch hatte ich die Verantwortung, weil kein anderer geeigneter Mann dafür gefunden war. Ich erinnere mich, in der Anfangszeit hatten wir so richtig Erweckungsluft. Gott hat gewirkt. Gott hat wunderbar gesegnet. Es gab viele Bekehrungen. Und Gott hat seinen Geist, die Kräfte der ewigen Welt, auch dadurch wirken lassen, dass manch einem aus seiner Not, seelischen Not geholfen wurde, selbst sogar leibliche Probleme, Krankheiten wurden geheilt durch schlichtes und einfaches Gebet. So wie die Bibel ja rät, ist jemand krank unter euch, dann rufe er die Ältesten. Und das Gebet, wenn es im Glauben, wirklich im Glauben geschieht, kann dem Kranken helfen. Jetzt kam aus dem Nachbarort eine Frau, die hatte so etwas noch nie gehört, dass Gott heute noch Gebete erhört, dass Gott heute noch bereit ist zu helfen, dass Gott heute noch in jeder Notlage gern bereit ist zu helfen, wenn man vertrauensvoll zu ihm kommt. Die war von dieser Tatsache, die sie da hörte, und von den Zeugnissen, die Geschwister hatten Zeugnisse gegeben, so berührt worden, dass sie auf der Stelle den Herrn Jesus angenommen hat. Und wenn ein Mensch den Heiland annimmt, das bleibt nicht verborgen. Solche Frömmler, die nur mitlaufen, die mag niemand. Und die Umgebung mag sie auch nicht. Sie kommen sich fromm vor und sind doch nicht wirklich fromm. Aber wenn ein Mensch sich bekehrt, richtig bekehrt zu Gott, dann merkt das auch die Umgebung. Auf alle Fälle komme ich nach einigen Wochen auf den Gedanken, beim Gebet so: Besuch doch die Frieda einmal. Ich darf jetzt über den Fall offen reden, denn sie ist schon in der Ewigkeit. Sonst bin ich ein bisschen zurückhaltend da, weil ich nicht weiß, ob es den Leuten recht ist, wenn ich ihre Erlebnisse publiziere. Und dann komme ich zu ihr in die Wohnung und als sie mir aufmacht, ist sie ganz erstaunt. Du besuchst mich, Bruder Wegner? Ja, du hast doch dein Herz dem Heiland geschenkt. Jetzt sind wir verbunden miteinander, jetzt haben wir einen Herrn miteinander. Du hast Friede und Freude und ich habe auch Friede und Freude. Das sind so viele herrliche Gemeinsamkeiten. Aber weißt du, Bruder Wegner, eins muss ich dir sagen. Meinem Mann darfst du nicht kommen. Das ist nämlich immer noch ein Nationalsozialist. Das war so im Jahre 55. Sag ich, eigentlich wollte ich auch nur zu dir kommen, an deinen Mann habe ich gar nicht gedacht. Da sind wir reingegangen, haben die Bibel aufgeschlagen, gelesen in der Bibel, sind auf die Knie gegangen und haben gebetet. Und da war so eine gute Atmosphäre, ganz anders, als wenn man zankt und streitet. Und die Zeit ist so schnell rumgegangen, so 45 Minuten waren schnell rum. Und dann, wo ich dann weggehe, mich von ihr verabschiede, denke ich, hat das aber auch nicht schön von dir. Jetzt kommst du in das Haus dieses Mannes, aber wenigstens guten Tag solltest du ihm sagen. Ich sagte, Frieda, du, ich will deinem Mann nur guten Tag sagen. Die macht ein ganz bedenkliches Gesicht. Du, das ist ein ganz sturer Nationalsozialist. Sag ich, weißt du, ich war ja auch einmal einer.
Ich bin aber ganz gründlich entnazifiziert worden. Ich wurde befreit von allem braunen Gedankengut, auch von allem linken Gedankengut, grün, schwarz oder egal welche Färbung du nennen magst. Da bin ich richtig frei geworden davon. Ach, lass mich doch rein, wenn du meinst. Ich gehe rein, klopf an, und da stehe ich vor ihm. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Wegner. Ja, Moment einmal, Wegner, wo habe ich denn den Namen gehört? Ja, sage ich, Ihre Frau kommt da in den Nachbarkreis. Da zeichne ich verantwortlich dafür. Ah, der Wegner sind Sie. So, so. Also ein Kompliment will ich Ihnen machen, hat er mir gesagt. Seit meine Frau da hinübergeht zu Ihnen, so hat er es halt erklärt, die ist ja nicht zu mir gekommen, sondern zu Jesus, seit Ihre Frau da hinübergeht zu Ihnen, ist sie wie ein Engel. Also, da staune ich schon darüber. Da dachte ich, da kann man doch anknüpfen bei dem Mann. Wenn der eine positive Veränderung bei seiner Frau gesehen hat, da hat doch Jesus etwas getan. Und da kann man doch irgendwie anknüpfen. Sag ich, das freut mich aber. Da habe ich mein Späßchen erlaubt. Dann sage ich, Herr Sohn, so hören Sie mal. Wollen Sie nicht einmal rüberkommen und gucken, wo Ihre Frau da eigentlich hingeht? Wissen Sie, wir Männer, wir sollten so ab und zu schon einmal unsere Frauen kontrollieren, sagt er, Sie sind ein Spitzbube. Aber ehrlich gesagt, ich bin neugierig. Ich lade Sie ganz herzlich ein, kommen Sie. Ja, hat er gesagt, also rein Neugierde halber wäre ich mal bereit, dahin zu gehen. Ach, sag ich, wissen Sie was, am nächsten Donnerstag schon, langsam, hat er gesagt, langsam, so kann man das mit mir nicht machen. Nach Weihnachten, Anfang des nächsten Jahres, und das war September, du, da fällt's in mein Herz hinein, und ehe ich es verhüten konnte, war es über meinen Mund herausgekommen. Ja, wissen Sie, ob Sie da noch leben nächstes Jahr? Ja, wenn Sie mal so kommen, dann ist gleich auch. Nein, sage ich, bitte um Entschuldigung. Nächstes Jahr. Und ich hätte ihn sehr gerne abgeholt, wenn er noch gelebt hätte. Das Ganze erzähle ich ja so unter dem Aspekt, sollen wir in der Sünde verharren? Und ich hatte gesagt, es ist gefährlich in der Sünde wollen leben. Ein halbes Jahr später oder vielleicht ein knappes Jahr später erzähle ich diese Begebenheit in unserem Kreis. Da steht ein Mann in unserer Mitte auf und sagt, ja, Geschwister, ich muss das bestätigen. Der so und so ist in Heilbronn im städtischen Krankenhaus verstorben. Und in der Zeit, wo der in die Ewigkeit abgerufen wurde, war ich auch dort. Und durch drei Wände hindurch habe ich ihn schreien hören. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Und er doch sterben müssen. Es wurde schon angedeutet, ich weiß es nicht, war es hier in diesem Raum. Ich denke, bei den Einladungen im Freien draußen. Da hat jemand von uns gesagt, es ist schrecklich, als unversöhnter Mensch in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Die Sünden werden wieder dastehen, Anklagen werden kommen, Gerichtsakten werden aufgetan, keine einzige Sünde wird fehlen. Und jetzt hätte man in der Gnadenzeit, in der angenehmen Zeit, wenn man Jesus annimmt, freigesprochen werden können, los können davon. Ach, komm heraus aus dem Verderben, lass dich erretten durch die Güte deines Gottes. Ich habe die Güte Gottes geschildert, die er von Anfang an den ersten Menschen erwiesen hatte. Lass dich herausziehen. Ach, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, dann verschließe dein Herz nicht. Verhärte dein Herz nicht. Ich kann nicht,
in die Herzen meiner Zuhörer schauen. Und erfahren genug bin ich, dass ich froh darüber bin, dass ich das nicht kann. Ich habe schon viel zu viel in die Herzen und in die Lebensverhältnisse, in die Verhaltensweisen der Menschen hineingeschaut. Aber die Worte des Evangeliums, die möchte ich weiter verkündigen. Zur Ehre meines Herrn und Heilandes Jesu Christi. Und durch einen einzigen Menschen ist die Sünde und der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen. Und ich betone noch einmal, wenn es nur das wäre, dann wollte ich nicht Missionar, dann wollte ich nicht Evangelist sein. Genauso ist durch eines Menschen Gerechtigkeit, die Rechtfertigung, das Recht, trotz dem Tod weiterzuleben, ewig zu leben. Wie bete ich meinen Heiland doch an, dass er die ganze Schuld, die Sünde auf sich genommen hat und was es ihn gekostet hat. Wenn ich ihn unter all den Würdenträgern der Ewigkeit, deren Namen ich nicht nennen möchte, die Erzengel, Majestäten und Gewalten, wie wir sie uns nicht vorstellen können, aber nicht mit fragwürdiger Würde, mit echter Würde, loyal zu Gott, ihrem Schöpfer. Wenn ich unter all ihnen das Lamm sehen werde, ein Lamm, wie wenn es eben geschlachtet wäre, und ich sehe seine Wundmale an Händen und an Füßen, was werde ich da denken, was werde ich da fühlen? Würdig ist das Lamm, das geschlachtet wurde. Nicht um des Geldes willen, nicht um der Ehre, nicht um Menschen willen verkündige ich das Evangelium, sondern aus Liebe zu meinem Gott. Und dieser Heiland, der ist jetzt hier. Was in deinem Leben auch vorgekommen sein mag. Und wenn die Sünde gleich blutrot wäre, soll sie so weiß werden wie der Schnee. Vergebung aller deiner Sünde. Und der Tod, diese schreckliche, ungeheure Macht. Wenn man das bedenkt, kann es einem kalten Buckel hinuntergehen. Den hat er auf sich genommen. Aus Liebe zu dir und zu mir. Wenn du die Wundmale Jesu sehen wirst. Den, in den man gestochen hat. Das waren deine und meine Sünden, nicht die römischen Schergen. Das sind die Zusammenhänge, wie das Evangelium sieht. Wie sollten wir in der Sünde wollen leben, wenn ich dann in der Seelsorge, wisst ihr, dann Menschen bei mir habe und ich spüre, sie sind vom Evangelium angesprochen und berührt und sie wollen nicht verloren gehen, sie wollen nicht ewig getrennt sein von Gott. Und ich spüre aber, die Sünde wollen sie auch nicht loslassen. Dann versuche ich ihnen zu klären und aufzuzeigen, den Charakter der Sünde, was die Sünde angerichtet hat, wie sie Jesus zugerichtet hat am Kreuz von Golgatha, dann sage ich, das ist die Sünde. Wir brauchen in der letzten Zeit echte Bekehrungen, sauberes Geisteswirken, die Gegenwart unseres Gottes. Wenn wir nur Programme haben und wenn es die schönsten und besten sind, wenn Gott nicht Raum gewinnt in unseren Herzen, dann ist viel Leerlauf, dann gibt es viel Luftstreiche. Lieber Zuhörer, hast du diese beiden Wahrheiten erkannt, zur Kenntnis genommen? Dafür wird das Evangelium gepredigt. Hast du herausbekommen, dass die Sünde und der Tod auch in dein Leben gekommen ist? Hast du herausbekommen, dass durch Jesus Christus du ewiges Lebensrecht haben kannst? Das Recht, ewig zu leben, ist für den groß, der Begnadigung erlebt hat. Wer nicht verurteilt wurde, wer nicht verdammt wurde, der weiß nicht, was Begnadigung ist. Aber jetzt zu meinem Bibeltext. Da haben wir doch gelesen, wisst ihr denn nicht,
das alle, wie schön. Wie liebe ich die Bibel. Nicht menschliche Theologien über Gott. Die Einfachaussage der Bibel, wie liebe ich die. Wisst ihr denn nicht, habt ihr denn nicht begriffen, dass alle, Lob und Dank, die wir auf Christus getauft sind, die sind mit in seinen Tod hineingenommen. So sind wir ja mit ihm begraben. Furchtbar, was? Wir sollen mit Jesus begraben sein. Aber bitte doch nur das, was durch den ersten Adam gekommen ist. Die Sünde und der Tod, die sollen entmachtet werden. Da ist etwas da, das muss sterben. Und wenn ich mich taufen lasse, dann erkläre ich, dass etwas da ist bei mir, das muss mit Jesus in den Tod genommen sein, damit, wie Jesus durch die Herrlichkeit des Vaters auferweckt wurde, auch ich zu einem neuen Leben auferstehen kann. Wenn nicht Neues geschieht nach der Taufe, dann ist es eine Formsache, ob das Säuglingsbesprengung oder Erwachsenentaufe ist. Wenn nicht ehrliche Hinkehr und Buße stattgefunden hat, das ist die Lehre der Apostel. Und daran hat sich an der Bibel nichts geändert. Und ich warne den Heinrich Wägner, daran etwas zu ändern. Das darf der nicht. Der muss das so weiter predigen. Wenn ich mit Christus getauft bin, dann ist etwas, was mir Not bereitet hat. Das natürliche, angeborene Wesen. Empfindlichkeit, beleidigte Leberwurst, Besserwissen, Anmaßung, Einbildung, das alles soll mit Christus begraben sein, damit Jesus sich in mir entfalten kann, damit er leben kann durch mich. Noch eine Illustration. Ein lieber Bruder, Amerikaner, aber den ich sehr schätze. Dem hat Gott einmal klar gemacht, dass er nur dann zum Segen sein kann. Dass der Geist Gottes nur dann durch ihn wirken kann und Gott ihn nur dann gebrauchen könne, wenn etwas bei ihm gestorben ist und etwas Neues bei ihm auferstanden ist. Er hatte einen Traum. Gott hat auf diese Weise zu ihm geredet. Der Bruder träumte, er geht durch das Portal eines Friedhofs, den Friedhofsweg empor. Links und rechts sind alles Gräber, die daran erinnern und ermahnen, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Einfach Friedhofsatmosphäre. Da oben am Ende des Weges sieht er eine Trauergemeinde. Jetzt war er doch neugierig, wer ist denn da gestorben? Da geht er dann dahin. Und je näher er kommt, umso mehr stellt er fest, das sind ja alles bekannte Gesichter, die da um einen Sarg da stehen. Ja, die kenne ich, das sind ja Geschwister aus der Gemeinde, in der ich mich bin. Ja, wer ist denn da gestorben, da von unserer Gemeinde? Jetzt geht er da hin und schiebt die Ersten so ein klein wenig auf die Seite, um in den Sarg hineinschauen zu können. Und endlich da, als er am Sarg ist und hineinschaut, stellt er fest, da liegt niemand drin. Aber alle gucken ihn so groß an. Warum gucken die mich denn so an? Was erwarten denn die von mir? Dann kam's ihm. Die warten alle darauf, dass etwas von mir, was nicht für die Ewigkeit taugt, in den Sarg gelegt wird. Damit es mit Christus begraben werde. Aber das, was Gott wirkt in mir, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Gütigkeit, Freundlichkeit, das soll nicht sterben. Denn die wahre Liebe, die hört nimmer auf. Jetzt noch zum Schluss eine Frau, die mich nach einem Vortrag, den ich bei einer Evangelisation gehalten hatte, doch ganz couragiert und keck auf mich zukam und sagte, Bruder Wägner,
Du hast ja gesprochen, das ging einem unter den Nagel, aber jetzt bitte mal Hand aufs Herz. Wie steht das bei dir mit dem alten Menschen? Kein Zorn mehr da, keine Regung mehr da. Vergehst du keine Fehler mehr. Jetzt aber mal ganz ehrlich, jetzt Farbe bekennen. Die hat er mich direkt gefragt. Sag ich, weißt du, ich will dir das offen sagen, ob ich schon aus Schwachheit fehle, herrscht in mir doch Sünde nicht. Wenn mir jemand eine klebt, das tut mir weh. Und da habe ich Reaktionen. Ich gestehe dir auch ganz offen, was ich da für Reaktionen habe. Meine erste Reaktion, die ist dir, aber dir gebe ich zwei dafür. Aber dann ist noch etwas in mir. Und das ist das Neue, das da in mich hineinkam. Das war vorher nicht da drin. Da sagt in mir, weißt du nicht, wes Geistes Kind du bist. Du hast jetzt die Gelegenheit, diese Herzlosigkeit, diese Beleidigung, diese Verletzung mit Güte, mit Vergebung zu beantworten. Du hast jetzt die Gelegenheit, diesen Menschen zu zeigen, dass etwas anderes in dir drin ist. Christus, der Auferstandene. Ich gestehe ein, ich bin Mensch. Ich fühle wie ein Mensch. Ich habe meine Reaktionen. Aber da ist etwas in mir, das hilft mir. Das Alte, die alte Reaktionen in den Tod Jesu zu verbannen. Aber jetzt wirklich ganz zum Schluss noch. Die Wegners, wo ich etwa 7, 8, 9 Jahre war, die hatten einen alten Hund, ein lieber Kerl. Ich war so verliebt in das Tier. Überall, wo ich hinging, meinte ich ihn mitnehmen zu müssen. Ich hatte mich so gewöhnt an ihn. Aber als er älter wurde, da wurde der Kerl schwierig. Ich weiß nicht, was der für Krankheit hatten. War das die Alzheimer oder was das da war? Auf alle Fälle hatte der Kerl da Nachbarshühner mit seinem Fressnapf verwechselt. Und das gab dann halt Ärger. So ein alter Hund, der kann schon Ärger machen. Ich rede von Wegners, dass niemand beleidigt sein kann. Wen ich alles damit meine, das weiß ja Gott. Aber ich meine es nicht böse. Und das ging einige Mal hin und her, immer mehr Beschwerden. Und dann wurden die Nachbarn allmählich dann sauer. Da hat man gesagt, der alte Hund, der muss weg. Der macht zu viel Ärger. Da sind wir hergegangen und haben ihm so einen Förster verkauft, der wohnte außerhalb des Dorfes, 3, 4, 5 Dörfer weiter. Der sagte, gebt ihn mir, wenn der da ein bisschen wilder ist, nicht so schlimm. Die Gesetze waren damals noch nicht so wie heute. Man bringt bloß keinen Marder rum oder sowas, da kannst du dir was, einen Prozess noch einhandeln. Aber damals war das nicht so, lass doch den da ein bisschen wildern, ich nehme ihn zu mir. Und er hat ihn zu sich genommen und hat ihm das Beste gegeben. Der war so lieb und freundlich zu ihm, zu dem alten Hund. Und wir dachten schon, wir sind denn los. 4, 5 Tage später, trotzdem der lieber war zu dem, ja, der hat was von Hundepflege, hat er verstanden, der Mann. Da kratzt an der Tür und da war er hier. Der Nero. Ha, wir wussten nicht, sollen wir uns freuen, wir haben es wieder probiert, aber das war nichts. Dann haben wir ihn wieder dahin geschafft. Der hat ihn eine Woche eingesperrt, war lieb zu ihm, aber da war nichts zu machen. So diese alten, angewohnten Untugenden, angeerbten Neigungen, die kriegt man nicht so leicht los. Nicht mit guter Erziehung. Nicht mit einem starken Willen, nicht mit ehrlichen Vorsätzen. Der muss ins Grab Jesu hinein. 18 Tage später war er wieder da. Dann hat er ihn 3 Wochen eingesperrt. Und dann war er nach 4 Wochen wieder da. Es blieb nichts anderes übrig. Wir mussten den Jäger bestellen. Und er hat ihn totgeschossen. Ich habe ja schlimme Themen, ich weiß gar nicht, ob er morgen Abend wiederkommt. Begraben soll man da werden, nicht wahr? Totgeschossen soll man da werden. Aber nicht das Neue,
dass durch die Gnade Jesu Christi entstanden ist. Das soll nicht kaputt gemacht werden. Aber das Alte, das macht dir doch selber so viel Not. Mach dein Jätsern, deine Empfindlichkeit, deine Ungeduld, mach die dir nicht Not. Ach, wie schön ist es. Gott schenke Gnade. Wisset ihr nicht, dass alle, die wir auf Christum Jesum getauft sind, die dürfen ihr altes Wesen, verzeiht, den alten Hund ins Grab Jesu legen, damit die Gnade Jesu Christi wirklich wirken kann in eurem Leben und ein neues Leben entstehen möchte. Amen. Ich bitte, dass wir aufstehen und dass wir kurz beten noch miteinander. Herr Jesus, habe du ganz herzlichen Dank, dass du dieses Problem, dieses Genproblem, diese angeerbten, untugenden Neigungen von väterlicher Seite her, dass du das ins Grab mit hineingenommen hast und dass unsere alte Natur samt dir ans Kreuz geschlagen wurde. Und als du dort ans Kreuz geschlagen wurdest, da ist unsere Sünde da ans Kreuz genagelt worden. Und ist auch mit ins Grab, in dein Grab hineingekommen. Und wir haben einen neuen Bund, den Bund eines guten Gewissens durch die Vergebung der Sünde. Herr, aber Lob und Dank, dass auch etwas Neues auferstanden ist. Herr, dass wir lieben können, dass wir vergeben können, bevor du deinen Geist in unser Leben geschenkt hast. Konnten wir ja nicht lieben. Die Früchte des Geistes sind es, die uns Liebe schenken, Freude schenken, Friede und Geduld in uns bewirken. Ach, welch ein glücklich Häuflein Leute wir doch sind. Herr, habe du Dank für diese wunderbare Gnade, dass mitten in einer unruhigen, friedeleeren und ungerechten Welt, hab Dank, dass du da deine Kinder hast. Segne dein Wort an unser aller Herzen. Amen. Höre, was Jesus dir heute noch gibt. Er bietet volles, freies Heil. Höre, dass Jesus dich heute noch liebt. Drum komm und empfange dein Teil. Er will dir vergeben, er will dir verzeihen, wenn du bist bereit, ihm dein Leben zu weihen. Er will dir gern helfen, denn er hat dich lieb. Drum zögre nicht länger,